Hi Leute und willkommen wieder bei mir in der Bundesliga. Und zwar heute habe ich den 5. Spieltag. Ja, ich hoffe, ihr tippt fleißig mit mir mit. Ja, ansonsten fangen wir jetzt mit der ersten Begegnung an. Freitagsspiel Dortmund gegen SC Freiburg. Ja, Dortmund im Moment gut in Form. Ja, schauen wir mal, was die Freiburger da auswärts holen. Gladbach gegen Ingolstadt. Ja, da wird er sicherlich Gladbacher das Ding packen. Ja, klassisches Derby, Mainz gegen Leverkusen. Ja, für mich ist Leverkusen in der Partie ein bisschen der Favorit. So, Hamburg gegen Bayern. Ich glaube, das wird das letzte Spiel vom Labbadia sein. Wird nochmal eine Niederlage. Also Favorit Bayern für mich. Augsburg gegen Darmstadt. Oh, Dirk Schuster kommt wieder zurück zu den Lilians, ja, zum ersten Spiel. Ja, ich glaube, wir werden unentschieden. Dann Frankfurt gegen Hertha. Ja, Hertha 3-0 gegen Bayern verloren. Ich glaube, daheim wird sich Frankfurt durchsetzen. Und dann kommt Bremen gegen Wolfsburg. Ja, wird mal Zeit, dass der Gomez wieder trifft. Also Favorit für mich Wolfsburg hier in der Partie. Und dann kommt Hoffenheim gegen Schalke. Ja, ich glaube, das wird der erste Dreier sein für Schalke dieses Jahr. So langsam sollten sie mal anfangen. So, und dann kommt das letzte Sonntagsspiel mit Köln gegen Leipzig. Leipzig, ja, ziemlich überrascht. Köln eigentlich gut vorne dabei. Klassisches Unentschieden. So, jetzt habt ihr alle Begegnungen mal in Übersicht. Ja, tippt in den Kommentaren mit, wie für euch die Partien ausgehen. Ja, ansonsten war das von mir. Ich hoffe, das Tippspiel hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einfach ein Like da oder ein Abo oder tippt einfach fleißig mit. Ansonsten bis zum nächsten Spieltag.